Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein neues Unboxing für dich und zwar ist eine ganz neue Box bei mir eingetroffen. Es handelt sich hier um die Beauty Love The Natural Box. Also wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich in dieser neuen Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Diese Box kommt aus der Familie der Meta Crew und ich bin super gespannt, was sich hier in dieser sehr, sehr natürlichen Box verbirgt. Die erscheint alle 2 Monate. Kostet je nachdem, welche Aboform du wählst, 39,95 pro Box oder 34,95. Und ich habe gerade gesehen, wenn du das Jahresabo wählst, sogar 31,95 pro Box und das finde ich ziemlich cool. Diese Box ist komplett hergestellt aus Graspapier, das heißt die ganze Box, die sich hier in meiner Hand verbirgt, ist recycelbar und Leute, die riecht auch tatsächlich ein ganz kleines bisschen, wenn man sich drauf einlässt und dran denkt, nach Gras tatsächlich. Sehr, sehr cool. Und ich bin ja ein Geruchsmensch. So schaut die Box aus und wir haben hier sehr simpel dieses Beauty Love Logo draufstehen und dann ist hier eingestanzt ein Blatt, was ich auch sehr, sehr schön finde. Sieht man, glaube ich, jetzt nicht so hundertprozentig gut in der Kamera. Man fühlt es aber und die ist ganz schön schwer. Was ich halt auch sehr, sehr interessant finde, dass du hier vegane Produkte drin hast, naturnahe und cleane Produkte. Das heißt, die sind dann auch wirklich von den Inhaltsstoffen hoffentlich sehr, sehr nett. So, dann wollen wir mal schauen, welche 6 bis 8 Beauty-Produkte sich in der aktuellen Box befinden. Die gibt es übrigens ab heute, ab dem 15. zu kaufen. Und ich entferne den Deckel und es kommt direkt so ein Naturduft aus der Box. Wow, das ist echt krass. Hier haben wir dann den Blick in die Box und es ist Wahnsinn, wie gut das hieraus riecht, so kräuterig. Frisch, sehr, sehr angenehm. Hier haben wir das Seidenpapier. Achso, ich kann übrigens auch in diesem Video eine Box verlosen, weil es ist hier eine Kooperation und ich kann eine Box an einen von euch verlosen. Ist das nicht mega geil? Alles, was du dafür tun musst, steht unten in der Infobox. Schau da gerne einfach mal vorbei. Ja, ne? Seidenpapier, was mit einem Klebi zusammengehalten wird, ganz klassisch. Und es ist auch so ein genau das gleiche Motiv wie das eingestanzte auf dem Deckel. Hier haben wir das Heftchen, wo drin steht, was drin ist. Und hier hinten steht schon mal drauf, Blumen sind die schönste Antwort der Natur. Leute, das kann ich absolut unterschreiben. Flowers for Passion, Beauty Love. Oh. Und hier haben wir den ersten Blick in die Box. Richtig interessant ist übrigens auch, dass pro verkaufter Box 50 Cent an Treedom gespendet werden. Und das ist eine Organisation, die dabei hilft, das dann an Madagaskar weiterzugeben. Und dort wird es dann zum einen für Bäume pflanzen verwendet und zum anderen auch in die Schulung der Bauern vor Ort, damit die entsprechend auch so diese Nachhaltigkeit lernen, was ich extrem gut finde. Und Leute, kurzer Disclaimer. Ich hatte heute einen ziemlich heftigen Tag. Es ist heute der 14. Ich drehe einen Tag, bevor das Video online kommt. Und Sammy hat sich heute Morgen überlegt, alleine spazieren gehen zu wollen. Das heißt, ich bin dann ein bisschen durch die Gegend gejoggt und habe ihn gesucht. War super. Wir haben ihn auch gefunden. Ja, ich bin dementsprechend echt fertig. Und dann habe ich gerade noch 2 Kuchen gebacken, weil ich morgen, also sprich heute, wenn ihr das Video seht, wieder in die Firma komme und dort auf meinen Geburtstag noch 2 Kuchen ausgeben werde, die teilweise gut geklappt haben, teilweise nicht. Mal gucken. Und ich freue mich drauf, dass wir hier wirklich so Pflege haben, die mich jetzt so ein bisschen natürlich glücklich machen soll. Und da bin ich echt gespannt drauf. Okay. Hallo Beauty Lover, wie schön, dich als Teil unserer Community begrüßen zu dürfen. Ab sofort erhältst du alle 2 Monate die neuesten Trends aus der Beauty Green Welt, um dein Badezimmer nachhaltiger zu gestalten. Mit The Natural Box kreieren wir einen Raum, in dem du dich ausprobieren kannst. Unsere erste Edition Flowers for Passion überrascht dich mit einer Komposition aus sommerlich duftenden Blumen. Schön, da freue ich mich drauf. Alle Produkte, die wir liebevoll für dich ausgesucht haben, stammen aus der Welt der Naturkosmetik, naturnahen und grünen Kosmetik. Wir wollen dich nun nicht länger auf die Folter spannen und wünschen dir ganz viel Freude beim Auspacken deiner liebevoll gestalteten Box von uns für dich. Lehn dich einfach zurück und genieß die Sommerblumen. Herzliche Grüße, Annabelle vom Team Beauty Love. Mega cool. Und hier gibt es auch noch einen QR-Code. Für das Booklet, das ist auch nachhaltig, den man dann halt scannen kann, wenn man die Produkte, wenn man dann noch weitere Informationen drüber haben möchte. Ich kann ja mal gucken, ob mein Handy sowas macht.
Okay, den muss man einfach nur drüber halten. Dann erscheint schon Website. Hier tippen, um Ihren Browser zu... Ne? Da steht es direkt. Jetzt seht ihr hier nochmal den Hintergrund. Dann kann man... Oh, jetzt ist es weg. So, dann kann man da drauf tippen. Ich musste ja nicht irgendwie ein Foto machen. Das geht ja von alleine. The Natural Box. Zack. Und dann muss man swipen. Seht ihr das? So. Ah. Okay. Ach, und so kann man dann einfach blättern. Da hat man dann hier das Booklet angezeigt. Hallo nochmal, Beauty Lover. Willkommen zu unserem digitalen 100% grünen Booklet. Wir sind stolz auf unsere The Natural Box und hoffen sehr, dass sie dir gefällt. Nein, dass sie dir auch gefällt. So. Unsere erste Edition heißt Flowers for Passion. Okay, und dann sind hier die einzelnen Produkte mit Informationen. Das finde ich gut. Oh Gott, ich rede jetzt schon so lange, Leute. Es tut mir voll leid, aber das ist das erste Video über die Box, ne? Ich entferne jetzt erstmal das Krüppelpapier, um mir einen Überblick zu verschaffen, denn ich möchte tatsächlich nicht blind in die Box greifen, weil ich vorhabe, die Produkte zu verwenden. Und da wollte ich mir eine sinnvolle Reihenfolge mal überlegen. Also da muss ich wirklich sagen, diese Box ist extrem prall gefüllt und da haben wir echt, also... Ich habe jetzt mal die erste Lage Krüppelpapier hier weggenommen. Und so schaut das aus. Leute, die ist echt prall gefüllt. Da ist schon ordentlich was drin und du bekommst ordentlich was für dein Geld. Was ich als erstes gesehen habe, sind hier die Washis. Das ist klasse, die habe ich ja auch in Verwendung. Und das ist wohl eine Limited Edition oder eine White Edition. Weiß ich nicht. Nee, das ist die ganz normale White Edition, glaube ich. Das finde ich toll. Die werde ich gleich verwenden, um mein Gesicht einfach mal nass zu machen. Denn ich habe hier auch eine Maske dran gesehen. Auch die werden wir zusammen versuchen. Okay, ja, da hast du ein Washi drin, was noch richtig schön weiß ist. Oh mein Gott. Meine sind schon sehr mitgenommen, sage ich mal. Damit kannst du einfach mit reinem Wasser dein Gesicht abwaschen. Man sollte die jetzt eigentlich nicht... Übrigens, ja, das ist die Topmodel-Edition. So. Man sollte sie jetzt nicht unbedingt mit Weichspüler waschen oder in den Trockner packen. Nach einer gewissen Zeit machst du es trotzdem. Also ich mache es. Und ja. Die funktionieren bei mir trotzdem sehr, sehr gut. Ich mag die Washis. Dann haben wir hier noch eine Handseife. Das passt ja auch ganz gut. Aber damit werde ich jetzt natürlich nicht mein Gesicht waschen. The Botanical Sandalwood Bark, Rosemary Leaf und Grapefruit Peel. Okay, ja, das ist diese hier. Damit kannst du einfach deine Hände waschen. Finde ich jetzt gerade auch einfach sehr, sehr passend. Oh, du riechst dieses Sandelholz auch ganz toll raus. Ich glaube, das ist eine gute Geschichte, die ich meinem Freund dann ans Waschbecken stellen werde, weil das halt dieses fruchtig und halt Sandelholz, ne, das ist sehr, hat ein bisschen was Männliches auch mit dabei und ich glaube, das würde ihm gefallen. Dann haben wir auch noch etwas, was ich jetzt natürlich nicht testen werde, weil jetzt gerade nicht, von Logona, Naturkosmetik, festes Pflegeshampoo mit Bio-Hanf und Bio-Brennnessel, super witzig. Das ist für alle Haartypen geeignet, das ist nachhaltig und ergiebig und die Verpackung ist aus 100% recycelten Fasern und selber 100% recycelbar. Das finde ich auch ganz cool und ich muss gestehen, ich greife auch in letzter Zeit immer mehr zu festem Shampoo, mir gefällt es einfach auch ganz gut. Hier haben wir das dann einmal drin und da ist so ein Blatt drauf abgebildet, das sieht schon super ansprechend aus, muss ich sagen. Riecht sehr frisch und es riecht so, als würde es wirklich pflegen. Und das finde ich ganz cool. Finde ich richtig, richtig klasse, weil ich halt tatsächlich jetzt auch in letzter Zeit immer so abwechselnd ein normales Shampoo verwende, so aus der Tube halt, und ein Shampoo, was fest ist, einfach so im Wechsel. Ne? Das ist für meine Haare ganz gut und ja, es ist für die Umwelt auch ganz nett. Die anderen Produkte, die sich in der Box verbinden, können wir zusammen testen. Aber ich würde sagen, ich starte einfach mal damit, indem ich das Washi nass mache. Damit werde ich jetzt einfach ganz normal über mein Gesicht gehen. Und den ganzen Schmodder und Schweiß einfach mal runternehmen. Ich meine, um sein Gesicht zu waschen, ganz ehrlich Leute, muss man nicht vorher geschminkt gewesen sein, ne? Es sind natürlich Abschminkpads, die eigentlich zum Abschminken gedacht sind, aber ich habe halt heute nichts drauf, weil heute ist Sonntag, heute ist... Eigentlich so ein schöner Chilltag, wenn Sammy sich nicht überlegt hätte, mal stiften zu gehen. Ja, und dann tupfe ich mein Gesicht eben mit einem Gesichtshandtuch trocken. Ja, mein Gesicht ist gereinigt und ich kann es einfach nur empfehlen, solche Produkte zu verwenden. Ja, jetzt würde ich gerne mein Gesicht quasi halb-halb machen. Auf der einen Hälfte werde ich jetzt eine Leave Me On Maske verwenden und zwar von Mood Masky. Die Leave Me On Summer Mask mit einem Lichtschutzfaktor von 15. Die hat halt einen Sonnenschutz, ist halt entsprechend nährend und Anti-Aging und Feuchtigkeit spendend und.
Deswegen, ja, finde ich die ganz gut. Die soll man alle 2 Stunden erneuern, damit du halt den Lichtschutzfaktor nicht verlierst. Ich möchte sie aber auf der einen Hälfte versuchen oder testen, weil auf der anderen Hälfte möchte ich gleich ein Gesichtsöl und so weiter verwenden, was hier halt auch noch mit drin ist, oder eine Gesichtsmilch. Und deswegen lasse ich die Hälfte jetzt erstmal frei und gebe mir das nur auf diese Seite. Hier trägt man sich einfach auf wie eine ganz normale Creme. Die riecht sehr, sehr, sehr dezent blumig. Mega angenehm. Und das ist halt so gedacht, dass man diese Leave-Me-On-Maske, nachdem man das Gesicht gereinigt hat, einfach direkt aufgibt. Nichts weiteres. Und dann hat man einfach die Rundumpflege. Und Mudmaski ist eine Firma, die kommt, glaube ich, aus den Niederlanden. Ich habe jetzt ein bisschen viel genommen, deswegen streiche ich das mal ein bisschen runter. Die ist sehr, sehr, sehr feuchtigkeitsspendend. Ich merke richtig, wie meine Haut diese Feuchtigkeit aufsaugt und es ist super angenehm, wirklich. Ich hatte ja auch mal die Leave Me On Winter Mask oder Winter Mask von Mudmaski und die hat mir auch richtig gut gefallen. Und das hier ist halt die Summer Mask, also quasi mit Sonne drauf. Ist auch süß, ne? Ja, das ist jetzt so gut eingearbeitet. Es fühlt sich an, als hätte ich wirklich eine schöne Feuchtigkeitscreme draufgegeben. Und irgendwie merke ich auf der Haut, dass es gerade auch so ein bisschen warm wird. Also es arbeitet, das merke ich auch richtig. Super angenehm. Als nächstes habe ich hier von I Like It, genau, das die Rose Face Milk. Und die soll auch wieder nährend sein, ist cruelty free und kommt aus Hildesheim. Also auch, ja, nationale Marke, die dann auch nicht allzu weit reißt. Und da gibt man einfach 2 bis 3 Tropfen auf das gereinigte Gesicht, was ich ja habe. Also für mich dann auf jeden Fall nur 2. Oh, das ist aber schön. Das ist so eine Glasflasche und dann oben dran ist eine Pipette. Das ist rosa. Das ist schön. Rose und ich, wir sind auch so wirklich, also ganz klasse. Gucken wir mal, wie das von der Konsistenz her ist. Ja, halt wie ein Serum. Sehr, sehr angenehm. Dann gebe ich mir das auf mein Gesicht. 2 Tropfen. Oh, es riecht auch angenehm nach Rose. Oh, super flüssig. Aber nicht so flüssig, dass es dir halt wegrutscht. Das gefällt mir. Und das zieht natürlich jetzt auch super schnell ein, weil ich nur wenig drauf gegeben habe und die Konsistenz so flüssig ist. Es gibt dem Gesicht auch wirklich Strahlkraft. Schönes Produkt. Wird weiter verwendet. Dann haben wir hier von Sukin, da hatte ich auch schon das ein oder andere Produkt und aktuell sogar das Peeling unter meiner Dusche stehen, das Gesichtspeeling, Super Greens Nutrient Rich Facial Moisturizer. Das ist parabenfrei und ist für normale bis trockene Hauttypen. Ich habe eine trockene Haut oder auch teilweise Mischhaut. Ich liebe diesen Pumper und das kommt jetzt aufs Gesicht. Cool. Mit Goji-Beeren-Extrakt und Superbeeren. Echt? Super Greens? Hydration Promoting a Healthy Glow. Oh, auch schon wieder Glow. Ich mag Glow. Okay, wir haben es geöffnet. Da muss ich jetzt nicht so viel nehmen, weil es ist... Mist. Das ist ja nur eine Gesichtshälfte. Es wäre halt quasi perfekt fürs ganze Gesicht, was da rauskommt. So kriegt mein Bauch gleich noch ein bisschen was ab. Das riecht auch wieder super angenehm, kräuterig, oh, sehr natürlich, sehr, sehr, sehr angenehm, okay. Die Düfte gefallen mir, also Naturkosmetik ist schon lange nicht mehr das, was es am Anfang mal war, dieses Muffige und so. Das hat man schon lange nicht mehr in den Produkten als Duft drin. Und der verschmilzt richtig schön mit der Haut, oh, richtig toll. Der Rest geht mal kurz an mein Bauchi. Super angenehm. Also das fühlt sich auch schön auf der Haut an. Das gefällt mir. Macht wirklich ein Glow ins Gesicht, aber das ist halt die Feuchtigkeit, die es spendet. Das gefällt mir. Das gefällt mir. Ich habe auch so Problemhaut. Da muss ich immer so am Hals fühlen, weil da kriege ich dann so zuallererst, sage ich mal, meine Irritation und dann merke ich das hier. Aber da ist nichts. Ist gut. Schön. Als nächstes haben wir ein Wimpernserum und Leute... Ich benutze immer ein Wimpernserum. Ich verwende ein Wimpernserum für die Wimpern als Eyeliner, sage ich mal. Ne? So trägt man das ja quasi auf. Und gleichzeitig, also das macht ja quasi
des Wachstums anregend. Ne? Und damit die Haare an sich gepflegt werden, verwende ich immer noch ein Rizinusöl on top. Einfach damit die Wimpern nicht so schnell abbrechen. Genau. Und hier haben wir ja von Forever Young, das haben wir eben schon gelesen, Lash and Brow Wonder. Das ist auch cool. Lash and Eyebrow Serum. 7 ml sind hier enthalten. Und sowas muss man normalerweise, wenn du da mit sowas anfängst, 6 Wochen lang, 2-mal täglich durchnehmen. Wirklich immer wieder dranbleiben. Und du wirst dich wundern, was für eine Explosion da mit deinen Wimpern zum Ende hin passiert. Irgendwann kannst du das dann nach und nach reduzieren. Ich nehme Wimpernserie nur noch zweimal pro Woche, genau. Und bei mir hält es dann auch in dem Sinne. Und das hier ist natürlich richtig cool, weil es einfach mal auch für die Augenbrauen ist. Ich meine, du kannst jedes Wimpernserum auch für die Augenbrauen verwenden, aber hier steht es explizit drauf. Das Produkt ist nur 6 Monate haltbar und du brauchst immer ungefähr 6 Monate, um sowas aufzubrauchen. Oh, das sieht aber schick aus. Das sieht aus wie so eine Mascara. Richtig, richtig schön. Oh, das hat ein richtiges Schwämmchen-Applikator. Das ist auch cool. Okay, und das gibt man sich dann einfach ganz nah am Wimpernkranz auf. Und Achtung, hier ist nicht viel hilft viel, ne? Deswegen ist dieser Schwämmchen-Applikator meiner Meinung nach auch sehr gut. Weil wenn du so ein Pinselchen hast, dann hast du schnell zu viel Produkt dran. Ich bin jetzt auch nicht erneut reingegangen. So, und dann gebe ich mir das hier noch über die Augenbrauen drüber. Und ich finde, das hilft. Also, ob jetzt genau dieses Produkt hilft bei mir, weiß ich nicht. Ich weiß aber, dass Wimpernseren bei mir schon sehr viel gemacht haben. Und auch das Rizinusöl. Und dann haben wir auch schon das letzte Produkt hier in der Box, aber es waren ganz schön viele Produkte mit drin. Hillinger Cosmetics Natural Spa Body Lotion, ideale Pflege für den ganzen Körper mit der Kraft der Natur. Und es ist Bio. Und das finde ich cool. Und es ist eine Bio-Kunststoffflasche auf Basis nachwachsender Rohstoffe. Und sie ist recycelbar. Sehr praktisch. Gestern ist meine Body Lotion leer gegangen. Dann kann ich das jetzt einfach auch weiterverwenden. Oh, die ist aber schön. Guck mal, ich mag ja eckige Verpackungen, ne? Die ist dann auch noch so schön matt-schwarz. Oh, das ist edel. Die einzigartige Bodylotion kombiniert effektive Wirkstoffe der Traube mit einem natürlichen und belebenden Dufterlebnis. Die Formulierung mit hochwertigen, kaltgepressten Bio-Pflanzenölen verwöhnt und nährt und hinterlässt ein seidig-weiches Hautgefühl, ohne dabei zu kleben. Die leichte Bodylotion zieht schnell ein und ist somit die ideale Pflegeergänzung nach der täglichen Dusche. Geeignet für sowohl normale, trockene, sensible als auch anspruchsvolle Haut. Eigentlich dann halt nach dem Duschen, das mache ich dann heute Abend nochmal, aber ich wollte schon hier mal mit euch zusammen gucken, was da so, ne, abgeht. Okay, die Konsistenz ist relativ fest, finde ich. Schauen wir mal, ob die, oh, die riecht aber gut. Die riecht wirklich angenehm, gut, die verteilen wir mal auf dem Arm. Holla, für meine wunderschönen Oberarme. Nee, aber die zieht echt gut ein. Hätte ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Okay, wow. Das ist schnell. Das ist eingezogen jetzt. Leute, ich dachte erst, als ich die aufgetragen habe, ist ein bisschen viel und es weißelt. Nee, es ist ruckzuck eingezogen. Und meine Haut riecht jetzt schön natürlich. Sehr, sehr angenehm. Das pflegt hier auch richtig. Das ist klasse. Tolles Produkt. Da freue ich mich drüber. Biokosmetik. Auf jeden Fall das sind 8 Produkte gewesen, ich Vogel. Ja. Es waren 8 Produkte. Ich habe vergessen, das Washi zu zählen. Läuft. Also ich finde, das waren auf jeden Fall coole Produkte und es ist jetzt so ein super Einstieg für die The Natural Box, meiner Meinung nach. Und da bin ich gespannt, was sie so in 2 Monaten bringt, also was da quasi dann als nächstes Mal kommt. Schaut auf jeden Fall unten in der Infobox vorbei, da habe ich euch auch nochmal alle Infos soweit verlinkt und alles soweit reingeschrieben. Schreibt ihr mir doch mal gerne unten in die Kommentare rein, wie euch die Box gefallen hat, weil ich ja keine Abstimmung mehr hier oben machen kann. Gibt's ja nicht mehr hier auf YouTube. Und auch nach dem ganzen Stress, den ich jetzt bis heute hatte, fühle ich mich jetzt irgendwie gut. Mir hat die gut getan, ja. Und wenn dir auch dieses Video gut getan hat oder wenn es dir gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings meiner Abo-Boxen. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich wirklich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!